Ich habe mir 3 Hektar Land in Portugal gekauft. Und 1 Hektar davon möchte ich auf Plattformen wie Airbnb oder Workaway vermieten. 4 intensive Monate habe ich an diesem Projekt gearbeitet und bin jetzt stolz verkünden zu können, dass ich mehr oder weniger fertig bin. Und zeige euch in diesem Video eine Roomtour. Damit ihr aber besser versteht, um was es geht, zeige ich euch das alles jetzt mal aus der Vogelperspektive. Ich habe, wie gesagt, 3 Hektar Land gekauft und 1 Hektar davon möchte ich für Gäste, alles mögliche, Airbnb, Workaway, Freunde, Familie, vermieten. Und diesen Bereich könnte man dann auch in 3 Bereiche aufsplitten. Das heißt, der oberste, den ich jetzt gebaut habe und euch zeigen werde, den mittleren mit dem Food Forest und ganz nördlich die Wasserströmung. Aber bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal, wie es hier noch vor 4 Monaten aussah. Das heißt, ihr seht hinter mir den toten Baum zum Beispiel. Ich hätte gerne den ganzen Bereich hier frei. Und für das Airbnb-Angebot geht es jetzt nur um den obersten Bereich und da zeige ich euch mal, was ich alles gebaut habe. Ich habe eine Dusche gebaut, um sich immer waschen zu können. Nicht nur eine Dusche, sondern gleich ein ganzes Badezimmer. Man kann es sich hier auf der Trockentoilette sehr bequem machen und sich die Angebote durchlesen, die ich hier anbiete. Man kann hier sehr gut kochen. Man kann auch Geschirr spülen. Dann würde ich mal sagen, wir starten die Roomtour, indem wir einen kleinen Besuch simulieren. Ihr seid die Besucher und ihr kommt jetzt hierher, um mich zu besuchen. Bist du der Robin von Workaway oder Airbnb? Servus, komm her, du kannst auch hier oben parken. Geil, dass du mit so einem Auto hierher kommst. Das war ja mal eine wilde Anfahrt. Ich habe sogar Wildschweine gesehen. Ich habe auch meinen Hund mitgebracht. Ist das okay? Ja, na klar, alle Tiere sind hier herzlich willkommen. Ob Hund, Katze, Tiger, Elefant. Hauptsache er beißt nicht. Beißt er denn? Nein, allerhöchstens in die Eier. Komm, dann zeige ich dir erstmal deinen Platz und dann kannst du erstmal ankommen. Wow, und das ist alles nur für mich. Möchtest du irgendwas trinken? Kaffee, Bier, Wasser, Tee? Ja, klar, sehr gerne. Ja, was hättest du denn gerne für ein Bier? Ich habe Sacres, Superbock oder Kingsbräu da. Ich kenne eigentlich nur das Sacres aus den Algarven, deswegen würde ich ein Sacres nehmen. Einmal das Sacres für dich und ich trinke einen Kingsbräu. Prost! Prost! Ja, freut mich erstmal, dass du hier bist. Ich hoffe, du hattest eine gute Anfahrt. Ja, war super angenehm. Nur 3 Stunden geflogen und dann nochmal mit dem Auto hier 1,5 Stunden. Ich habe für den Flug nur 80 Euro gezahlt. Ist das alles dein Land hier? Ja, nicht nur das hier, sondern es geht noch viel weiter nach hinten. Aber dieser komplette Bereich bis zu dem Eukalyptus nach hinten ist alles dein Bereich für die Zeit, wo du hier bist. Aber ich würde dir erstmal ein bisschen erklären, wie das hier abläuft. Ich habe noch eine Mappe da, wo du verschiedene Sachen hier noch buchen kannst. Und dann gehen wir auf eine kleine Tour und ich zeige dir alles. Wow, klingt ja richtig geil. Ja, sehr gerne. Zeig mir alles, dann können wir gerne los. Weil gerade für meine Airbnb-Gäste habe ich dann auch noch spannende Angebote, wenn ihr tagsüber nicht arbeiten wollt, sondern irgendwas Geiles machen wollt. Wir können zum Beispiel wandern gehen, hier gibt es einen richtig schönen Wanderweg. Wir können fischen gehen, ich kann dir Bushcrafting zeigen, verschiedene Sachen, wie man Feuer macht und so weiter. Aber ich zeige dir natürlich auch alles so, dass du das kostenlos alleine für dich machen kannst und musst mich nicht als Guide buchen. Und ja, wir sind hier in Portugal, im hohen Sommer ist hier Feuerverbot, das heißt bitte kein Lagerfeuer machen. Ich habe hier die Gasstelle, die Kochstelle, da darfst du jederzeit kochen mit dem Gaskocher, aber bitte keine offene Feuer hier. Dann würde ich sagen, ich zeige dir mal alles. Wow, klingt ja richtig geil. Ja, sehr gerne, zeig mir alles, dann können wir gerne los. Super, dann würde ich sagen, wir starten die Roomtour und fangen mal mit deinem Zelt an. Also das Zelt ist eigentlich für 4 Personen. Da ich aber Schlafsachen für nur 2 Personen habe, vermiete ich das auch nur an 2 Personen. Das heißt, für Pärchen können sich dann hier einen Schlafbereich machen oder auch dort, wo auch immer ihr wollt. Ich habe gute Schlafsäcke, auch dünne Decken, hier Matratzen und eine Isomatte und unten drunter nochmal Paletten. Also ist auf jeden Fall bequem, ich habe ja auch länger gewohnt. Ein paar mehr Camping-Sachen habe ich, aber falls du Freunde hast, die hierher kommen wollen mit eigenen Sachen, dann könnt ihr hier einfach kostenlos diesen Teil übernehmen. Ansonsten sehr gerne auch für eure Haustiere oder als Bekleidungsraum, für was auch immer, richtet es euch ein, so wie ihr wollt. Das Gute ist, das Zelt ist Großteil des Tages im Schatten. Das heißt, ihr könnt hier in Ruhe Bücher lesen, machen, was ihr wollt. In der Mittagshitze in Portugal bis 17, 18 Uhr ist es hier auf jeden Fall noch erträglich. Ansonsten hast du ja natürlich volle Freiheit, dir hier überall einen schattigen Platz zu suchen. Mit der Hängematte und dann brauchst du dir darüber keine Sorgen machen. Falls du ein Bushcraft-Abenteuer angeboten hast, habe ich noch diese rote Kiste für dich.
Das heißt, ich habe hier so Sachen drin wie Tarp, Schlafsack, Isomatte, ein Gaskocher. Falls du dir ein eigenes Shelter bauen willst, leih ich dir natürlich auch Werkzeug aus. Ganz viel Schnüre und alles, was man zum Bushcraften braucht. Da du ja aber zum Campen da bist, zeige ich dir erstmal noch die Küche. Grundsätzlich gilt hier, dass du dich frei bedienen darfst. Man muss wissen, all diese Lebensmittel sind kostenlos und aus einer Mülltonne, beziehungsweise ich habe hier Brot, das hat mein Nachbar gebacken. Übrigens hat er das Mehl selber gemahlen. Ansonsten steht dir natürlich jederzeit frei, hier Lebensmittel einzukaufen und hier zu kochen. Ich habe hier zwei Gasplatten. Ich benutze immer einen Feuerstahl, um die anzumachen. Das heißt, man dreht es gerade auf, ein paar Funken. Und schon brennt es. Aber natürlich habe ich hier auch ein Feuerzeug. Zum Trinken und Kochen stelle ich dir auch Wasser zur Verfügung. Das heißt, das hier in dem Metallcontainer ist immer Trinkwasser. Dann zeige ich dir hier meinen Off-Grid-Kühlschrank. Ich habe ja hier weder Strom, fließend Wasser, gar nichts. Also auch keinen Kühlschrank. Normalerweise steht es hier im Schatten. Aber falls man was Gekühltes hat, habe ich hier in die Kiste Wasser eingefüllt und eine kleinere Kiste reingemacht. Somit wird es ein bisschen neutraler gehalten, die Temperatur. Für den Abwasch habe ich dann hier nochmal Trinkwasser in diesem Plastikcontainer. Und im Off-Grid-Leben benutzen wir gerne die, ja, mit zwei Eimern zu waschen. Das heißt, hier für den schmutzigen Dreck, hier dann nochmal nachspülen und manchmal auch nochmal ein drittes Mal zum Abwischen. Und wenn du dann fertig mit dem Abwasch bist, kannst du gerne den Bäumen hier das Wasser geben. Und dann ist das auch mehr oder weniger der Schlaf- und Wohnbereich. Hier kannst du dich jederzeit völlig austoben, Spaß haben. Hier gibt es keine Regeln. Genieß dein Leben, mach was immer du willst. Und ja, dann geht es hier weiter. Dort baue ich jetzt gerade die Dusche und die Toilette. So, dann werden wir hier auch im Badezimmer. Wir haben hier einmal die Dusche, die Toilette und hier den Waschbereich. Die Dusche funktioniert recht simpel. Man kann den Sack runterholen, mit Wasser füllen und dann hier duschen. Das ist ein typischer Campingsack vom Decathlon. Aber ich muss sagen, ich bin hier noch nicht ganz fertig. Ich will noch einen besseren Boden machen. Und die Trockentoilette soll auch richtig gebaut werden. Falls du zum ersten Mal eine Trockentoilette benutzt, erkläre ich dir ganz kurz, wie das funktioniert. Also sie heißt Trockentoilette, weil sie wirklich trocken gehalten bleiben muss. Das heißt, nicht reinpinkeln. Pinkeln lockt extrem Fliegen an und was am meisten stinkt, ist wirklich getrockneter Urin. Der Kot, den bedeckt man dann hier mit Laub, dafür habe ich hier organisches Material und somit stinkt Kot eigentlich nie. Und deswegen bitte hier reingehen, auf die Toilette gehen, Geschäft machen, danach mit Laub bedecken, den Deckel schließen und dann werde ich das alle paar Monate leeren. Hier kannst du dich dann auch frei bedienen. Wir haben einmal Klopapier, das Klopapier ist biologisch abbaubar, deswegen kann es in den Kompost mit rein. Falls du dir den Hintern aber mit Wasser wischst, habe ich hier einen Eimer. Hier kannst du dir noch die Hände waschen und natürlich Lappen und so weiter. Einmal zum Duschen und einmal zum Hintern wischen. Also Robin, wenn ich ganz ehrlich bin, ich finde das total eklig und unhygienisch. Hast du keine richtige Toilette? Nee, also tut mir leid, das ist Off-Grid-Land. Hier gibt es weder fließend Wasser noch Strom. Ich könnte dir höchstens einen Klappspaten anbieten und du suchst dir irgendwo eine Stelle. Oder du gehst einfach in ein Restaurant oder so weiter. Aber ansonsten ist das nicht möglich. Aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, auch das mit dem Geschirrspülen und so weiter, das ist alles ein bisschen zu unhygienisch für mich. Mir gefällt das hier nicht. Ja, tut mir natürlich leid zu hören, aber so ist es hier im Off-Grid-Land, da kann ich momentan nichts. So, jetzt aber Schluss mit dem blöden Rollenspielen, mein allererstes Mal. Entschuldigung, wenn es jetzt extrem kacke wird, aber mir ist es auf jeden Fall peinlich. Aber ja, ich habe jetzt einen guten Eindruck bekommen, wie das dann jetzt wirklich ist mit dem Airbnb-Gast. Ich hatte schon einen für Bushcrafting. Mit dem saß ich dann jeden Abend hier zwei Nächte lang und haben hier Stockbrot gemacht. Und er saß dann hier und währenddessen haben wir dann richtig geile Gespräche geführt über Bushcraft und so weiter. Wir haben selber Aktivkohle hergestellt. Morgens um 10 haben wir dann ausgemacht, dass wir uns immer hier treffen und Frühstück haben auf diesem schönen Holzkocher. Und ja, hier ist zum Beispiel die Aktivkohle. Damit kann man auch super Feuer starten und so weiter. Also dieser ganze Bereich, alles was ihr jetzt gesehen habt, gehört auch zum Bushcrafting-Inserat mit dazu. Aber als Zusatz dürfen sich die Bushcraft-Gäste sich nicht nur an meinem Werkzeug und an diesem Baumaterial bedienen. Wer sich für Hängematte und Tarp als Schlafmöglichkeit entscheidet, hat natürlich den geilen Vorteil, sich hier einfach irgendwo einen Ort rauszusuchen, der im Schatten ist. Zwei Bäume, fertig, Hängematte aufbauen und schon hat man eine richtig schöne Nacht. Also er hat zwei Nächte hier in der Hängematte verbracht, mein erster Gast. Und er hat wirklich gesagt, er hat schon lange nicht mehr so gut geschlafen.
Es gibt aber auch kleine Felsunterschlüpfe, die richtig viel Potenzial für ein geiles Shelter haben. Ich habe so 2, 3, 4 dieser Unterschlüpfe auf meinem Land. Und auf meinem privaten Land habt ihr natürlich volle Freiheit zu machen, was ihr wollt. Aber das Gute ist auch, die ganzen Felsen hinter mir ist alles öffentliches Land oder sogenanntes Niemandsland. Und dort darf man nach öffentlichen Gesetzen buschkräftig machen. Also Zelten, Wildcampen ist ja offiziell verboten. Aber wenn ihr im gesetzlichen Rahmen bleibt mit Feuer und so weiter, ist auch hier überall Buschkräftig erlaubt. Und dort habt ihr nochmal 10, 20 weitere Möglichkeiten. Und wer zur richtigen Jahreszeit bei mir Bushcraftet, findet hier auch kostenlos Essen. Und natürlich zeige ich meinen Gästen dann auch Tricks, wie man Feuerstarter in der Natur findet. Und wer etwas in der Natur nicht findet, dem zeige ich gerne, wie man es anpflanzt. So wie diese geile Naturseil mit dieser Pflanze. So wie dieser kleine süße Kaktus, den habe ich mit meinem allerersten Airbnb Bushcraft-Gast zusammengepflanzt. So, meine Freunde, hinter mir seht ihr jetzt noch einen ganzen Hektar, wo ich ein großes Projekt vorhab. Und dazu jetzt noch ein Fazit über Airbnb und dann geht's zum Thema Workaway. Weil ich bin mir jetzt ziemlich unsicher geworden mit dem Campingangebot, muss ich sagen. Ich bin jetzt mit dem Bushcraft-Angebot seit 3 Wochen online. Ich denke, das sollte auch soweit gut sein, weil Bushcraft-Publikum, Klienten und so weiter sind auch, glaube ich, ein bisschen einfacher zu handhaben. Aber jetzt mit dem Campingbereich, wenn ich mir da vorstelle, dass da wirklich, ich sag mal so wohlhabende Familien kommen oder Leute, die aus Betonlandschaften, aus Städten kommen und sowas gar nicht kennen. Ich glaube, da muss ich erstmal viel hygienischer werden. Das heißt, gerade der Waschbereich, das muss ich picobello haben, Ersatzschwämme und alles Mögliche. Und mit der Toilette, denke ich auch, sollte ich das erstmal hinrichten. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Ich werde die Campinganzeige wieder offline schalten. Guckt gerne in die Videobeschreibung. Dort seht ihr dann, ob ich es entweder offline gemacht habe oder ich werde die Beschreibung noch ein bisschen anpassen und den Preis auch. Und bis ich dann genug Geld verdient habe, um das wirklich alles ordentlich zu machen und auch genug Besteck zu haben, werde ich dann die Einnahmen von Airbnb wieder verwenden, um das dann alles zu bezahlen. Für das Thema Volunteering über Workaway würde ich sagen, beamen wir uns mal darüber. Tada! Und herzlich willkommen zum Projekt Food Forest Design. Ich habe das jetzt mal so getauft. Ihr seht hier all den frischen Eukalyptus. Das war mal ein Wald wie dort und den habe ich roden lassen. Dazu gibt es ein ganzes Video. Eukalyptus ist ein Baum aus Australien und ich möchte hier ein Riesenprojekt machen. Aber ich würde sagen, ich zeige euch erstmal hier unten den Felsvorsprung. Dort habe ich Schatten und dann kann ich euch alles besser erklären. Und oben sind wir, also das hat doch mal so viel Potenzial, oder? Ich habe ein bisschen Höhenangst hier oben. Okay, mehr traue ich mich nicht. Aber was ich mir immer denke, hier ein Baumhaus bauen. Oh Gott, habe ich gerade Höhenangst. Und so, Höhenangst dabei. Ja, Projekt Food Forest Design, beziehungsweise das ganze Projekt hier. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Bilder sprechen zu lassen, setz mich hin und erkläre euch alles. Also ich würde diesen einen Hektar, der für die Gäste ist, jetzt nochmal in 3 Einzelbereiche gliedern. Einmal dieser Camp- und Wohnbereich, wo dann ja Menschen leben können, schlafen können, essen können und so weiter. Dann die nächste Etage wäre dann der eigentliche Food Forest, wo ich wirklich vorhabe, hier den Food Forest zu errichten mit einer großen Gartenfläche und so weiter. Und der letzte Abschnitt, wo ich mich jetzt aktuell hier befinde, an einem großen Felsen für das Thema Wasserversorgung. Ich möchte auch gar nicht so tief ins Detail gehen, sondern jetzt mal nur grob die Projekte vorstellen und dann mehr auf das Thema Workaway eingehen, wie ich mich darauf einstelle. Also ich würde sagen, Projekt 1, die Wasserversorgung. Dort muss ich sehr wahrscheinlich Traktor, Bagger oder sonst was engagieren. Als ich den Eukalyptuswald roden lassen habe, haben die hier ziemlich viel Schaden gemacht mit tonnenschweren Maschinen. Und wahrscheinlich brauche ich auch tonnenschwere Maschinen, um das wieder in Stand zu bringen. Dann sieht man hier einen der vielen kaputten Dämme, die hier gebaut wurden. Aber alle paar hundert Meter war hier so ein Damm und das will ich auch wieder zurück in Ursprungsform bringen. Dann seht ihr hier überall diesen Eukalyptus wieder nachwachsen. Also erstaunlich, was innerhalb von 16 Monaten wachsen kann. Teilweise sind die bis zu 3 bis 4 Meter hoch. Die will ich alle beschneiden. Das ist praktisch mein Haus, das gerade wächst.
Aber langfristig habe ich vor, dass die komplett verschwinden. Und das ist ein richtiger Kampf gegen die Natur. So ein Eukalyptusbaum, der kommt immer wieder und wieder. Deswegen wird es sehr, sehr schwierig. Aber dafür habe ich jetzt Baumaterial für mein Haus. Und ja, dann geht es auch eine Etage weiter hoch. Dort merke ich gerade, da war früher die Grenze zwischen Eukalyptuswald und Laubwald. Und jetzt kommt da dieser, ich glaube, man nennt ihn Sakura-Baum. Also da gibt es ja Vogelbeeren, wunderbar für die Permakultur. Man kann ihn auch zum Flechten benutzen. Nicht so gut wie die Weide, aber hier wächst jetzt im Prinzip mein Hühnerstall. Ich habe ja vor, einen Hühnerstall zu bauen und möchte den Zaun gerne flechten. Und da brauche ich unendlich viel Material. Und schaut, das sieht doch nach unendlich viel Material aus. Dann erkennt man hier so ganz leicht eine flache Fläche. Und ich habe mir das schon genau angeschaut. Das scheint wirklich mal eine richtige Terrasse gewesen zu sein. Und das könnte man per Handarbeit in Wochen oder mit einem Bagger in Stunden erledigen. Aber hier soll dann der Garten entstehen, wo dann wirklich Jahresgemüse ist und so weiter. Und drumherum die ganzen Fruchtbäume mit den Food Forest. Und anfangs hatte ich vor, alles selber zu machen, aber ich muss mir dann eingestehen, dass zum einen finanziell es nicht möglich ist, weil die Baggerfahrer muss man bezahlen, die jungen Bäume kosten in der Regel auch immer so um die, sag mal, 5 bis 10 Euro. Und deswegen habe ich das jetzt erstmal auf die Seite geschoben und jetzt entschieden, wer auch immer helfen will, wer auch immer Teil dieses geiles Projektes sein kann, freiwillig, kann gerne hierher kommen und hier helfen. Ich stelle euch dann Essen und Unterkunft zur Verfügung dafür, dass ihr mir helft. Und dann habe ich vorgesehen, hier richtige Kurse auch zu geben. Oder ja, einen ganz kleinen Sneak Peek, weil ich muss sagen, in 8 Tagen kommen meine ersten Volontäre, ein Tscheche und eine Spanierin, bleiben hier für eine Woche und helfen dann. Aktuell ist so geplant, dass ich jeden Montag so 1 bis 2 Stunden Crashkurs gebe über Food Forest Design, wo man was pflanzt. Und dann den Menschen Freiheit gibt ohne Ende. Das heißt, ich will keine Arbeitszeiten, gar nichts. Ich habe in Workaway genau auch das angegeben. Das heißt, die Leute, die sich bei mir bewerben, ihr habt freie Wahl. Wenn ihr mal eine Woche faul sein wollt, seid eine Woche faul. Wenn ihr mal eine Woche extrem hardcore arbeiten wollt, macht es. Egal, was ihr hier macht, ich bin dankbar dafür und gebe euch dann natürlich gerne das kostenlose Essen, teilweise kostenlose Essen, was ich habe. Aber natürlich gibt es auch Reis, Nudeln und Kaffee und sowas stelle ich auch zur Verfügung. Das heißt, da kommen dann auch ein paar Kosten auf mich zu. Und deshalb bin ich mal echt gespannt, wie das jetzt funktioniert, wenn meine ersten zwei Helfer, meine ersten zwei Volunteer kommen, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Den Vorteil, den ich bei Workaway sehe, die Leute bewerben sich bei dir, du bist vollkommen ehrlich in deinem Profil und dann schreiben sie dir. Das heißt, ich brauche mir da jetzt keine Sorgen machen, dass sie Probleme haben mit einer Trockentoilette, mit einer Komposttoilette oder sonst irgendwas. Und was ich dort angegeben habe, zählt auch für jeden von euch. Ihr könnt in der Videobeschreibung einen Link zu Workaway finden, wo ihr euch ein Profil erstellen könnt. Das kostet, glaube ich, 60 Euro pro Jahr. Wenn ihr aber Sparfüchse seid, könnt ihr mir auch einfach kostenlos eine E-Mail schicken an healing.earth.pd@gmail.com und dann könnt ihr hier helfen, dieses wunderbare Projekt zu gestalten. So Leute, ich bin jetzt auch fix und fertig. Also das Thema Airbnb haben wir jetzt mit Workaway haben wir erledigt und aber auch ihr alle, jeder von euch Zuschauern kann mir eine E-Mail schreiben. Wahrscheinlich kommen im August, November sowas, 2 Gäste von meinen YouTube-Followern. Mega, 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 mega geil. Und jeder, der mir hier hilft, ist hier herzlich willkommen. Auch meine Gäste, ich weiß, ein paar meiner Freunde, meine Familie schaut zu. Hier könnt ihr jetzt leben. Und es wird natürlich alles noch ausgebessert. Das ist gerade frisch fertig. Das heißt gerade sowas wie Hygiene. Ich will noch einen Wäschebereich machen. Ich will ein Solarsystem installieren. Ich komme hier sehr, sehr günstig, schon fast nahezu kostenlos an ein ganzes Solarsystem ran. Also 15 Euro brauche ich für die Batterie und Solarpanel kann ich mir eventuell, wenn ich Glück habe, erarbeiten. Aber ich bin ganz ehrlich, mir fehlt es vorne und hinten mit Geld. Deswegen sind eure Spenden immer sehr, sehr, sehr gerne willkommen. Und wie gesagt und auch wie gezeigt, ich zeige euch das natürlich alles, werden alle Spenden hier genutzt. Ich arbeite hart für euch, das heißt, eure Spenden werden wirklich hier investiert. Das heißt, wenn du dieses Projekt unterstützen willst und Teil davon werden willst, hast du 3 Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, du kommst und machst hier Urlaub über Airbnb. Die Gelder, die ich dadurch einnehme, werden entweder direkt oder indirekt auch hier in diese Projekte einfließen.
Möglichkeit Nummer zwei, du kommst hierher zum Volunteeren und hilfst mir aktiv physisch mit. Das heißt, du kannst mir entweder über Workaway eine Bewerbung zukommen lassen oder per E-Mail an healing.earth.pt@gmail.com. Möglichkeit Nummer drei, jeder Euro ist hier gerne gesehen. Also ihr könnt mich gerne finanziell unterstützen. Ihr findet in der Videobeschreibung einen PayPal-Me-Link und einen Crowdfunding-Link. Das heißt, ihr könnt über den GoFundMe-Link direkt für das Food Forest Design spenden oder wenn ihr es allgemeiner halten wollt, einfach über PayPal, dort ist alles gebührenfrei, dann könnt ihr mir dort was spenden. Ihr könnt gerne Hinweise dazu schreiben für eine Regenrinne zum Beispiel, für einen Aprikosenbaum, für einen Maulbeerbaum. Was auch immer ihr denkt, ist nützlich für dieses Projekt, werde ich versuchen umzusetzen, euch zu zeigen und natürlich geht jeder Cent von eurer Spende hier in dieses Land. Thank you.